Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema, wie schraube ich an einem Moto Guzzi. Heute geht es um das Thema Reifenwechsel, und zwar hinteren Reifenwechsel. Und da mache ich dann gleichzeitig auch Wechsel der Bremsbeläge, die sind nämlich auch verschleißtechnisch an der Grenze. Ja, und wie ich das mache und welche Varianten das es eventuell gibt, das seht ihr jetzt. Ja, damit ich das schwere Teil überhaupt einigermaßen gefahrlos auf die Hebebühne raufkriege, ja, habe ich mir ein bisschen was eigentlich bauen müssen, muss man schon fast sagen. Wenn man nämlich hier mal genau hinschaut, der Hinterreifen, der ist relativ weit, ja, hinten, also nicht am Motorrad, sondern weit hinten bei der Hebebühne. Und rechts dann runter käme ja die Auffahrrampe, diese hier. Und durch die Montage dieser Reifenwippe komme ich natürlich nicht ganz nach vorne, ohne dass ich da vorne irgendeinen kleinen, so einen kleinen Huckel überwinden muss. Der ist leider aber so weit vorne, dieser kleine Huckel für die Reifenwippe, dass der Hinterreifen noch auf der Auffahrrampe steht. Das heißt, wenn ich nicht wirklich mit Schwung und sofort das erste Mal genau diese Wippe treffe, dann zieht das ganze Gewicht des Motorrads wieder nach hinten. Und das macht nicht wirklich Spaß. Auch wenn man da die Handbremse betätigt, rutscht der Vorderreifen einfach nach hinten und bis das Motorrad wieder unten steht auf der Ebene. Und da kann es dann schon ein bisschen zu gefährlichen Situationen kommen. Habe ich auch feststellen dürfen. So, ja, was habe ich aber gemacht? Ich habe versucht, diese Auffahrrampe so flach wie möglich zu kriegen. Und bei mir steigt es hier vor dem Garagentor ein bisschen leicht an, ganz leicht. Und zum Glück habe ich für diese Hebebühne hier zwei Verbreiterungen noch dazu. Die sind eigentlich gedacht, wenn man mal einen Quad rauffahren möchte. Und da liegen die, und die habe ich mit einer fetten Schraube hier zusammengeschraubt. Vorne und hinten. Ja, auch nochmal. Und ja, die nehme ich dann als Verlängerung für die Auffahrrampe. Diese Verbreiterung haben selbst auch nochmal jeweils für sich eine Auffahrrampe. Die habe ich auch zusammen montiert, dass die eben die gleiche Breite haben und auch stabil ist das Ganze. Die zweite Variante, die ich auch schon ein paar Mal angewendet habe, wäre dann hier zwei dieser Schlaufen und einen Flaschenzug anzuwenden oder zu verwenden. Dann steht die Maschine auf dem Boden. Man muss sie dann aber auch mit dem Motorradheber so weit wie möglich hochheben. Und die zwei Schlaufen, die hänge ich hier rein. Diese Reling ist ja an zwei Schrauben hier vorne rechts und links angeschraubt. Und ja, ich kann da mal den Sattel runter machen, da sieht man es besser. Hier, das wäre diese Schraube, auf der anderen Seite natürlich auch. Und ihr seht schon, das ist, glaube ich, so eine M10er Schraube, mehr ist es nicht. Und die sitzt da hier, da sieht man es hier ein bisschen da hinten auf so einem Blech eigentlich. Eigentlich ist es nur ein Halteblech da hinten. Macht also nicht wirklich so einen extrem stabilen Eindruck. Steht auch auf der Reling drauf, nicht mehr als 15 Kilogramm, glaube ich, belasten. Und hier drin habe ich ja dann diese zwei Schlaufen. Und die ziehen schon deutlich mehr als natürlich 15 Kilogramm, das könnt ihr euch ja vorstellen. Auch wenn man das Motorrad dann mit dem Motorradheber hochbockt, soweit es irgendwie geht, weil du musst ja hinten relativ weit raus, sonst geht der Reifen, ich gehe mal rum, sonst geht der Reifen hier nicht an dem unteren Teil dieses Schutzbügels da vorbei. Da muss man ihn ja praktisch von unten hier so raus nehmen, und da muss er relativ hoch raufgebockt und raufgezogen werden. Und das macht dann zumindest rein optisch ja schon ein bisschen einen gefährlichen Eindruck. Die ist dann nicht mehr so wirklich waagerecht wie jetzt, sondern das steht dann hinten mindestens, ich sag mal, ja, 40 cm fast in der Luft.
Und da wird das Ganze dann, auch wenn man es wirklich an den Flaschenzug anhängt und auch noch unterstützt, schon ein bisschen labil. Deswegen habe ich mich jetzt wieder dazu entschieden, das Ganze auf die Hebebühne zu fahren. Ja, wir Kalifornierfahrer, wir kennen das ja. Ja, Reifenwechsel oder Ausbauen, da haben wir dann quasi eben das volle Programm. Zuerst der Koffer weg, dann hier übrigens meine neuen Auspuffendrohre rechts und links wegmontieren, sonst kommt man nicht hier A an. Diese Schraube dann mit dem Werkzeug und man kommt nicht an diese Mutter ran hier. Da sitzen ja dann die Bremsbeläge, seht ihr dann später. Aber es ist ja nichts allzu kompliziertes. Also auch hier ist es eigentlich immer empfehlenswert, wenn man zu zweit ist, weil dieser Reifen, der wiegt wirklich ein paar Kilo. Ist nicht einfach, vor allem wenn man wieder reinbauen will, da muss man ein bisschen Druck ausüben hier nach rechts, dass er wieder in die Verzahnung reinrutscht. Ich bin aber gerade momentan alleine und ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, die California Touring-Fahrer kennen das natürlich, klar. Die Koffer sind hier mit vier Schrauben befestigt. Hier vorne noch, da und hier unten. Dazu benötigt man die Schlüsselweite 10 mm und die werde ich jetzt erstmal runterbauen. Ja, so sieht es dann aus ohne Koffer. Und hier sieht man auch schön die Mutter, die dann runter muss für die Achse. Und jetzt schauen wir mal die Bremsbeläge an, was die für eine Dicke noch haben. Ja, sie würden schon noch gehen einigermaßen. Also sie schauen jetzt auf dem Video, sehe ich gerade ein bisschen dicker aus, wie sie wirklich noch sind. Ich werde die aber trotzdem wechseln, weil ich denke mal, die nächsten Reifentüren, da wird es dann schon sehr eng. Und die kosten auch wirklich nicht die Welt im Vergleich zu den vorderen, die sind wesentlich teurer, aber die hinteren, die habe ich jetzt glaube ich für irgendwo 25, 27 Euro gekauft und ja, die wechsle ich dann gleich mit. Die meisten werden es natürlich wissen, mit diesen beiden Schrauben hier ist der Eintopf festgeschraubt und dann einfach unten die Schelle noch aufmachen und dann geht er mehr oder weniger leicht und einfach runter. Ja, dazu nehme ich einen 5er Imbus und einen 13er Gabel bzw. Ringschlüssel. Es ist nicht zu empfehlen, da vorne an diesen Schrauben am Anfang zu schrauben oder zu drehen, weil diese Innensechskante hier sehr, sehr schnell ausfransen und kaputt gehen. Ist hier mit der Hebebühne relativ leicht ranzukommen. Wenn das Ganze auf dem Boden steht, könnt ihr euch ja vorstellen, ist es etwas schwieriger. Und das ist manchmal schon eine ganz schöne Ackerei hier. Noch dazu dann diese festen Schrauben aufzubringen, wenn man nicht richtig rankommt. An der Stelle kann man auch nicht mit einer Nuss arbeiten. Weil man ganz einfach zu wenig Platz hat dahinter. Wenn das Ganze dann so leicht locker ist, dann kann man natürlich schon vorne weiter drehen, dann macht man nichts kaputt. So, ein bisschen schwer geht es noch. Sind ja auch selbstsichernde Mutter. Ist, dann kann man natürlich hier vorne auch eine Latsche benutzen, dann geht es dann schneller natürlich, klar.
So, Tankscheibe. Die Schraube lasse ich immer noch drin. Ich muss ja vorher die Schelle noch lose schrauben. Könnte man natürlich auch umgekehrt machen, vorne die Schelle locken und dann die Schraube. Ist eigentlich fast egal. Ja, für die Schelle vorne wird bei mir jetzt nur noch ein 10 mm Schlüssel gebraucht. Im Original, bei den Originaltöpfen, ist hier eine Schraube mit einem 15er Schlüssel weiter verbaut. Zumindest ist es bei mir so. Also die Befestigungsstelle hier für diese Mistralis ist hier schon wesentlich filigraner die im Original. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das runtergeht, weil manchmal ist der, sitzt das ein bisschen fest vorne und da kann man sich auch behelfen, wenn der noch ein bisschen WD-40 reinspült. Dann meistens geht es dann schon zum Drehen und zum Runterlocken. So, die Schrauben also raus. Das geht mir relativ leicht. Das ist bei den Originalen teilweise sehr, sehr schwer geht. Jetzt fast von selbst. Ah, super. Ihr seht, man braucht hier keine Blechruntermachung. Das geht alles einwandfrei, ohne großen Aufwand. Wie vielleicht mal eine Kleinigkeit zu zeigen. Unterschied zwischen den Mistralis und den Originalen. Die Mistralis sind hier an der Stelle mit diesen Haltern nur mit zwei Schrauben verbunden. Deswegen ist hier noch dieses Loch übrig, das nur verwendet wird für die originalen Töpfe. Noch eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen möchte. Hier sitzen ja die Schrauben drauf. Und dahinter ist so ein Gummi verbaut. Da sind zwei so Gummis verbaut. Sind so Vibrationsdämpfer, denke ich mal. Die fallen immer ganz recht gerne raus. Da muss man echt aufpassen, dass sie dann beim Wiedermontieren sauber hinten drin sitzen. Ich denke, das sind wichtige Teile, eben wegen der Vibration. Ja, jetzt noch der rechte Endtopf. Und ja, hier braucht man den Koffer nicht zu demontieren. Man kommt ja hier einigermaßen an die Schrauben ran. So, auch diese Seite ist jetzt zugänglich und hier sehen wir diese Mutter, die Achse, genau genommen, Mutter ist es ja nicht. Ja, jetzt brauchen wir einen 14er Imbus, entweder hier so, den habe ich mir mal irgendwo im Baumarkt besorgt, zum Dagegenhalten. Oder es gibt natürlich auch die Nüsse hier. Genauso, dann kann man hier mit der Ratsche arbeiten. Für diese Mutter braucht man eine Nuss. Es geht also hier kein gekröpfter Ringschlüssel, habe ich schon ausprobiert, weil man ganz einfach hier zu wenig Platz drin hat. Also man braucht ja tatsächlich zwingend eine Nuss. Also ich habe zumindest noch kein anderes Werkzeug gefunden, das ja auch noch passen würde. Und zwar mit einer Schlüsselweite 32. Ja, jetzt fängt die schwere Arbeit langsam an. Diese Nuss ist nämlich mit 100 Newtonmeter festzuschrauben. Die will ich jetzt mal aufzumachen. Erstmal ein bisschen gegenhalten. Mal schauen, ob es da rechts sich irgendwas bewegt. Ja, das fängt schon zu. So ist sie auch. Momentan sitzt die Achse noch fest. Mache ich also rechts noch nicht gegenhalten. Ich bin ganz froh, da kann ich hier ein bisschen Gegenkraft aufbauen. Jetzt fängt es an, sich zu drehen. Jetzt ist es auch locker. Zum Glück habe ich zwei Ratschen. Geht es ein bisschen schneller. So, das ist das gute Stück. Eine selbstsägende Mutter.
Ich habe die jetzt schon ungefähr fünfmal benutzt und ich werde beim nächsten Reifenwechsel auf alle Fälle mal eine neue verwenden. Normalerweise lernt man ja, dass man selbstsichernde Muttern nur einmal benutzt. Aber ich denke, bei 100 Newtonmetern, also ich habe noch nichts gemerkt, dass da irgendwo auch nur ansatzweise locker geworden wäre. Jetzt muss die Achse natürlich, du hast gesehen, jetzt nach rechts rausgeschoben werden. Da, Moment, da sieht man es besser. So. Hier ist die ganze Haltegeschichte, der ganze Halter für die hinteren Bremsbeläge, für den Bremssattel dran. Der steckt ja auf dieser Achse mit drauf. Der braucht natürlich auch einen Gegenhalt und das ist hier vorne einfach reingesteckt nur. Es ist nichts geschraubt, also es ist nur gesteckt. Das heißt, bei einer Montage nachher muss man aufpassen, dass man zuerst diesen Gegenhalter hier reinsteckt, das Ganze dann auf die Scheibe wieder drauf klappt, drauf drückt und dann hier auf das Niveau der Achse wieder kommt. Ich werde das jetzt mal ein bisschen reinschieben, ungefähr bis hierher, dass ich eben hier dieses Gussteil hier frei kriege. Wenn man alleine ist, vor allem, muss man es irgendwo hier mit Kabelbinder oder mit Draht fixieren, sonst ist das Ding immer im Weg. Klipse weg. So, dass das Ganze freigängig ist. Hier sieht man hier die Bremsleitung hier und die Leitung für den ABS-Sensor. Jetzt versuche ich das Ganze mal hier nach oben wegzuziehen. Aufpassen da oben, ja, nicht zu viel an der Felge hier rangeschraubt. Ich drehe es ein bisschen zurück. Jetzt bin ich hinten aus der Gegenhalterung heraus. Es ist echt Millimeterarbeit hier. Man kann natürlich hier auch die Felge ein bisschen abkleben. Ich werde es beim Reinbauen wahrscheinlich tun, dass man sich hier nicht immer ständig so kleine Kratzer ran schraubt. So, jetzt habe ich das ganze Teil in der Hand. So sieht's aus. Und das hänge ich hier erstmal oben ein bisschen beiseite. Ja, so sieht's jetzt aus. Hier habe ich einen längeren Kabelbinder benutzt. Und jetzt hängt es dann ein bisschen nach oben. Jetzt hat man auch hier den Platz an der Stelle, dass man den Reifen, wir müssen ja ein bisschen nach links rausschieben, aus der Verzahnung raus, vom Kardan, und dann kriegt man den dann raus. So, ich ziehe die Achse jetzt mal komplett raus, halte das vorsichtig aber trotzdem noch ein bisschen fest. Hängt der Reifen wirklich nur noch an der Verzahnung dran. Und muss ich mein Werkzeug immer ein bisschen beiseite tun. Jetzt kommt der schwere Teil im wahrsten Sinne des Wortes. Gewichtsmäßig der schwere Teil. Und ja, ein bisschen Fitnessstudio schadet nichts an der Stelle. So, werde geschafft. Rausbauen ist relativ einfach. Das Ganze wieder reinbauen, da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Diese Distanzhülse, die werde ich jetzt auch noch rausziehen. Die stört mich nämlich nachher bei der Montage des Reifens. Ja, geht ziemlich einfach. Hätte ich auch vorher schon machen können, wäre auch gegangen. Aber ihr habt ja gesehen, es hat auch nicht gestört. Aber könnte man gleich sofort rausziehen auch. Wenn man das Rad jetzt sowieso schon
ausgebaut hat, dann kann man natürlich gleich mal kontrollieren, wie es da drin ausschaut. Hier sollte immer ein bisschen Fett drin sein, nicht zu sehr viel, aber ganz trocken sollte das nicht sein. Und man schaut natürlich gleich mal, ob hier alles trocken ist. Sieht ja alles noch relativ gut aus. So, hier, wenn man genau reinschaut, sind ein paar Wassertropfen zu sehen. Das stammt aus meiner letzten Regenfahrt. So knapp 100 Kilometer Dauerregen. Da seht ihr, dass da doch ein bisschen hier in diese Achsenhülse Wasser eindringen kann. Und deswegen ist es auch meiner Meinung nach sehr wichtig, dass hier immer etwas Öl oder Fett mit verwendet wird auf der Achse, dass hier da keine Oxidation irgendwo mal stattfinden kann. Es kann natürlich dazu führen, wenn man hier ölt bzw. schmiert mit Fett, dass hier irgendwann mal durch Hitze so ganz leichte Ölschwitzränder hier entstehen, aber das tut ja nichts. So sieht das Profil momentan aus. Im ersten Augenblick könnte man meinen, ja, passt doch noch. Die Hardliner unter euch werden jetzt sagen, ja, was hat er denn? Geht doch noch. Aber wenn man hier mal zum Beispiel mit so einem Messgerät nachmisst, da haben wir ein bisschen drüber. Das Gesetz sagt ja an der schlechtesten Stelle, das zählt. Hier sind wir genau ziemlich auf Maß. Und mal da oben messen. Ja. Da wird es dann schon grenzwertig. Da ich jetzt eben demnächst eine Tour mache, die mindestens 500-600 Kilometer lang ist und ich hier jetzt praktisch schon mehr oder weniger auf 1,6 mm oder maximal 1,7 bin, kommt der Reifen einfach runter, weil sonst fahre ich hier mit zu wenig Profil dann auch noch nach Hause und wenn es dann auch noch nass wird, regnerisch, dann ja, macht das nicht wirklich Spaß. Man kann es ja nochmal nachkontrollieren mit einer Schieblehre. Ja, hier habe ich sogar noch 1,8. Aber ich habe da vorher schon mal ein paar Stellen gemessen, da war ich teilweise schon bei 1,5 mm. Also er ginge natürlich jetzt gerade noch schon noch 1-200 Kilometer zum Fahren. Locker. Ja, 1,9 sowas in die Richtung. Hier bin ich bei ja, ca. 1,5, 1,6, also genau an der Grenze hier oben. Und es, wie gesagt, ich habe ein paar Stellen hier schon entdeckt. Ich glaube, hier war auch sowas immer so ein bisschen rechts von der Mitte. Da hat er Stellen, da ist er teilweise wirklich schon jetzt unter Maß. Und wie gesagt, wenn ich hier ein paar hundert Kilometer jetzt noch fahren möchte, dann ja, bin ich definitiv unter diesen 1,6 mm.